Umfasste das griechische Kunstwerk den Geist einer schönen Nation, so soll das Kunstwerk der Zukunft den Geist der freien Menschheit über alle Schranken der Nationalitäten hinaus umfassen. Diese Worte stammen von Richard Wagner. Er schrieb sie 1849 in einem »Die Kunst und die Revolution« betitelten Aufsatz. Sie sind für ihn Bekenntnis und Programm. Seine Überzeugung, dass Veränderungen im Bereich der Kunst nur durch gesellschaftliche Veränderungen möglich sind, lässt ihn, den königlich-sächsischen Hofkapellmeister, zum Revolutionär werden. Er nimmt am Dresdner Aufstand aktiv teil. Doch die bürgerliche Revolution scheitert. Wagner flieht nach Zürich. Im Exil entsteht aus Resignation und Trotz die Festspielidee. Siegfrieds Tod, zunächst als große heroische Oper geschrieben, soll nach den Vorstellungen Wagners auf einem Theater aus Brettern nur dreimal beispielhaft und bei freiem Eintritt aufgeführt werden. Schon 1851 erweitert Wagner Siegfrieds Tod, die spätere Götterdämmerung, zum vierteiligen Ringzyklus. Das Rheingold, die Walküre, Siegfried und Götterdämmerung. »26 Jahre braucht Wagner bis zur musikalischen Vollendung des gewaltigen Werkes. Es soll an einem eigens dazu bestimmten Fest aufgeführt werden. Wie er seinen Freunden mitteilt, hält er die Fortsetzung der Spiele für überflüssig. Worum es ihm bei seiner Festspielidee vor allem geht, ist Protest.« »Protest gegen die bestehenden Theaterverhältnisse ganz selbstverständlich. Aber der Protest hat noch andere Nebentöne. Zweifellos Verzweiflung ist darin. Kapitulierung ist drin, dass man Unheilbaren kein Arzt sein kann, dass man diese Bande von Vereinnehmern, kapitalistischen Vereinnehmern, ihrem Schicksal überlassen muss. Eines der letzten Worte wäre dann bei diesem Fragment Siegfrieds Tod: Ich liege und besitze, was ein Drache sagt, als Darstellung, als Fotografie oder als Porträt mindestens der ihn umgebenden Gesellschaft. Darauf gibt es eine Reaktion der Verzweiflung. In Paris, der umworbenen Musikmetropole, sucht der junge Wagner Erfolg und erleidet Hungerjahre. Das mondäne Treiben der Weltstadt, der Glanz der Pariser Oper, Starkkult und falscher Prunk der Aufführungen verbittern Wagner. Nicht zuletzt, weil er erfolglos blieb. Dieses Paris ist für Wagner die Antithese zu seinen Vorstellungen. Aber aus den persönlichen Enttäuschungen wächst die Festspielidee. Vorbild für Wagners Festspielidee ist das griechische Theater Epidauros. 1863 fasst er noch einmal die wichtigsten Merkmale zusammen. Ein provisorisches, schmuckloses, nur auf künstlerische Zweckmäßigkeit gerichtetes Theater. Ein amphitheatralischer Zuschauerraum, ein unsichtbares Orchester, ein neuer, originaler Stil im Sinne einer Übereinstimmung von musikalischem, dramatischem und szenischem Ausdruck. Dieses Theater soll in einer kleinen Stadt liegen, fern der lärmenden Zivilisation. Wagner träumt von einer neuen deutschen Volkskunst, ein künstlerisches Arkadien am Rhein gelegen. Aber die Verwirklichung dieser Kunstutopie scheint aussichtslos. Die ersehnte Kulturrevolution findet nicht statt. Wagners finanzielle Lage ist verzweifelt. In Wien droht ihm die Schuldhaft. Da wendet er sich fast ohne Hoffnung mit einem Appell um Hilfe an die deutschen Fürsten. Er fragt, wird dieser Fürst sich finden? Im Anfang war die Tat. Da tritt ein, was sonst Romanen vorbehalten bleibt. Ein Märchenkönig, Ludwig II., von Wagners Festspielidee fasziniert, beruft ihn nach München. Am 4. Mai 1864 beginnt mit dem König jene legendenumwobene Freundschaft, die Wagner trotz aller Kabalen und Intrigen lebenslang begleitet. Der kunstbegeisterte König tilgt Wagners Schulden und unterstützt im Laufe der Jahre die Festspielidee mit insgesamt 563.000 Mark.
Wagner dagegen schenkt dem König 7 Partituren und 5 Manuskripte. Für Ludwig II. Bedeutet die Begegnung mit Wagner und seinem Werk höchste Beglückung. Er flieht, wann immer er kann, aus der Münchner Residenz, um in schwärmerischen Träumen in die Welt Wagners einzutauchen. Schloss Linderhof mit seinem eigens für Wagner erbauten Klavier und das Märchenschloss Neuschwanstein mit seinen Wandgemälden sind Zeugen für die tiefe mystische Bewunderung, die der König dem wagnerischen Genie entgegenbringt. Er gibt Wagner den offiziellen Auftrag, den Ring zu vollenden. Der berühmte Architekt Gottfried Semper soll in München ein großes steinernes Wagner-Theater erbauen, doch der Plan scheitert. Zwar werden auf Geheiß des Königs im Hof- und Nationaltheater Tristan und Meistersinger sowie gegen Wagners ausdrücklichen Willen auch Rheingold und Walküre uraufgeführt, doch das Nibelungenfesttheater wird nicht gebaut. Es kommt zu Differenzen mit dem König. Wagner muss München zeitweise verlassen. In der Schweiz, in Triebschen, heiratet er Cosima von Bülow, die Tochter von Franz Liszt. Das Scheitern der Münchner Pläne bestärkt Wagner in seiner ursprünglichen Idee. Sein Theater soll in einer ländlichen Gegend in einem kleinen Ort liegen, ein Wallfahrtsort für seine Kunstfreunde. Die Wahl fällt auf Bayreuth, im Regierungsbereich Ludwigs II. Gelegen. 1871 fährt Wagner nach Bayreuth, das nach Lage und Größe seinen Vorstellungen entspricht. Die Behörden unterstützen weitblickend Wagners Vorhaben und stellen kostenlos einen Bauplatz zur Verfügung. Im prächtigen, markgräflichen Opernhaus, ursprünglich für die Ringaufführungen vorgesehen, wird die Grundsteinlegung des Festspielhauses gefeiert. Wir schreiben den 22. Mai 1872, Wagners 59. Geburtstag. In seiner Festrede verspricht Wagner seinen Freunden und Gönnern, soweit das künstlerische Vermögen der Gegenwart reicht, soll ihnen im szenischen und mimischen Spiel das Vollendetste geboten werden. Er dirigiert selbst die 9. Symphonie von Beethoven. Die Festspielidee nimmt Gestalt an. Ein Bau entsteht als Protest gegen allen Prunk. Pläne mit dekorativen Ornamenten verwirft Wagner. Er will ein Theater aus Holz, wie eine Turnhalle. Hier sparen, sparen, fordert Wagner. Nicht jedoch bei Dekorationen und Maschinerie. Alles auf das ideale innere Kunstwerk bezügliche soll vollkommen ausgeführt werden. Heute ist das Holzfachwerk im Inneren des Hauses erneuert, außen durch ein Betonskelett ersetzt, aber monumentalisiert sollte das Festspielhaus nur einmal werden, im Dritten Reich. So blieb das Haus, wie es Wagner gewollt hatte, eine hässliche Scheune unter Denkmalschutz. Im Inneren jedoch, wie es der Bühnenreformator Appia genannt hat, eine unglaubliche Summe von Genialität. Worin besteht sie? 3 Bereiche machen die innere Qualität des Festspielhauses aus: Zuschauerraum, Bühne und Orchester. Der amphitheatralische Zuschauerraum bietet von allen Plätzen gute Sicht auf die Bühne. Der Raum ist wie ein Instrument gebaut, ein Resonanzboden aus Holz. Das breit aufsteigende Parkett fasst mehr als 2/3 der fast 2000 Besucher. Die Bequemlichkeit der Holzklappstühle erinnert an die Steinstufen des antiken Theaters. Logen, Balkon und Galerie bilden die gewölbte Rückwand dieses Amphitheaters, über dem sich eine hölzerne Decke wie ein Sonnensegel spannt. Die Absicht Wagners, die Aufmerksamkeit des Publikums ausschließlich auf die Bühne zu lenken, unterstreichen die als Fortsetzung des Prosceniums in das Auditorium reichenden Scheerwände. Die technischen Einrichtungen der Bühne dienten der Aufgabe, die perfekte Aufführung der Musikdramen zu ermöglichen. Das Bühnenportal ist nahezu quadratisch. Der Dachfirst 36 Meter über der Bühne. Von der Versenkung aus, 10 Meter unter Bühnenniveau, erscheinen und verschwinden Götter und Menschen. Die Beleuchtung spielt im Werk Wagners eine überragende Rolle. 1876 wurde noch Gaslicht verwendet. 1888 unter Cosima stellt man auf elektrisches Licht um.
Seit 1973 verfügt Bayreuth über ein modernes, elektronisch programmiertes Stellwerk. Zwischen Zuschauerraum und Bühne liegt das Orchester, in dessen mystischem Abgrund 120 Musiker Platz finden. Über seine Erfahrungen berichtet der Dirigent Horst Stein. Der Klang des Hauses und der Klang des Orchesters erschlägt natürlich zunächst den Dirigenten, wenn er voll eingesetzt ist, und er hört das Orchester weit besser als die Sänger auf der Bühne. Der Klang wird durch diese Muschel auf die Bühne geworfen. Der Sänger mischt sich mit diesem Klang, bleibt meist darüber. Und es kommt alles viel weicher, aber nicht weniger konturiert heraus. Und ich glaube, dass es angenehm ist, in einem Orchesterraum zu sitzen, in dem man während der Vorstellung in salopper Kleidung und nicht für das Publikum, mit keiner Geste für das Publikum, sondern nur auf das Gelingen des Werkes hin dirigieren und musizieren kann. Und das ist, glaube ich, eine der angenehmsten Seiten dieses Orchesterraums. Doch zurück zu den Festspielvorbereitungen. Wagners Energie treibt das Unternehmen voran. Es soll durch Patronatsscheine finanziert werden. Weniger als die Hälfte sind gezeichnet. Die Kosten steigen um 25%. Wagner braucht Hilfe. Vergeblich hofft er auf Kaiser und Reichskanzler. Nietzsche erlässt einen leidenschaftlichen Mahnruf an die Deutschen. Und wiederum, wie so oft, rettet ihn Ludwig II. Ein Kredit sichert den Fortgang des Unternehmens. Dankbar widmet ihm Wagner den Ring. Eine Bemerkung am Ende der letzten Partiturseite der Götterdämmerung spiegelt die ungeheure Erschöpfung. Vollendet den Wahnfried am 21. November 1874. Ich sage nichts weiter. In besessener Probenarbeit sucht Wagner, sein Kunstideal zu erzwingen. Er verpflichtet Sänger, Musiker und Mitarbeiter aus allen Teilen Deutschlands und aus Österreich. 3 Jahre probt er mit ihnen. Am 13. August 1876 beginnen die ersten Bayreuther Festspiele. Ein glanzvolles Ereignis. Der deutsche Kaiser ist anwesend, nicht jedoch der scheue Bayernkönig. So groß der äußere Erfolg auch ist, Wagner ist mit dem künstlerischen Ergebnis unzufrieden. Cosima notiert in ihrem Tagebuch: Trübsal, Ernüchterung, Richard ist traurig, er möchte sterben. Wagner sähe am liebsten, wenn seine beiden Boutiquen, Festspielhaus und Haus Wahnfried, abbrennen würden. Und tatsächlich. Die Dekorationen jener Aufführungen sind nicht der von Wagner geforderte, schweigende Hintergrund für das innere Drama, sondern erinnern mehr an große, heroische Landschaften. Die Kostüme eignen sich eher für Indianerhäuptlinge als für Gestalten seiner Musikdramen. Was als Schaubühne der Zukunft erträumt, erweist sich als Theater der Gegenwart. Und Nietzsche meint, viel zu viel Fleiß, die Fantasie in Fesseln zu schlagen. Ausdruck der tiefen Verzweiflung Wagners ist ein Brief an Ludwig II. Die ungeheure Mühe einer möglichst stilvollen Aufführung meines Nibelungenwerkes hat mich, da sie doch endlich auch nur zur Geburt eines gewöhnlichen Theaterkindes führte, sehr erschöpft. Nichts habe ich damit aufgebaut, nichts als ein leerstehendes Gehäuse. Wagner steht vor den Trümmern seines Traumbildes. Ich und mein Werk haben keinen Boden in dieser Zeit. Die Presse reagiert auf den ungeheuren Propagandaaufwand des Festspielhügels mit Satire und beißender Polemik. Ebenso unerfreulich ist das finanzielle Ergebnis. 150.000 Mark Defizit zwingen Wagner, seine Ringdekoration an den Theaterunternehmer Angelo Neumann zu verkaufen. Während Wagner auf die Fortsetzung seiner Festspiele verzichten muss, startet jener eine Ringtournee durch Europa und hat Erfolg. Wagner flieht aus dem dunklen Bayreuth nach Italien, wo ihn Renoir malt. Hier versucht er, Abstand und Ruhe zu finden. Es entsteht das Bühnenweihe-Festspiel Parsifal als Weltabschiedsgeschenk, wie er es nennt. Italien gibt Wagner die großen optischen Imaginationen, deren er für das gewaltige Werk bedarf. Während ihn der Dom zu Siena tief bewegt und zu dem Graalstempel inspiriert, findet er in Ravello, in der Villa Ruffolo, Anregungen für Klingsors Zaubergarten.
Unaufhörlich begleitet ihn bei seiner Arbeit die Sorge um die Verwirklichung des Werkes. Er leidet an dem, was er lebenslang anstrebte, der Umsetzung der Idee in die gemeine technische Ausführung, wie er 1879 an Ludwig schreibt. Am 26. Juli 1882 wird der Parsifal im Bayreuther Festspielhaus uraufgeführt. Diesmal erntet Wagner selbst von Eduard Hanslick, dem Wiener Kritiker, Lob. Er würdigt ihn als ersten Regisseur der Welt und nennt Parsifal eine gute Fest- und Zauberoper mit magischer Beleuchtung und perfekter Maschinerie. Ein Erfolg? Aber um welchen Preis? Während die einen Wagners Stilprinzip der weihevollen Einfachheit einfach langweilig nennen, setzt der Kunsthistoriker Wilhelm Lübcke Parsifal in die Nähe des barocken Jesuitentheaters von Ekstase, Reiz, Opiumrausch und Raffinement. Stolz und gekränkt meint Wagner, niemand habe das richtige Bewusstsein vom Gelungenen und Misslungenen. Er stehe allein mit Kenntnis und Urteil. Er verlässt Bayreuth. Wieder zieht es ihn, den Enttäuschten, nach Italien. Parsifal ist sein Vermächtnis an die künstlerische Welt. Er hofft auch noch auf weitere Lebensjahre, um seinem Sohn Siegfried das Erbe übergeben zu können. Im Palazzo Vendramin nimmt er Quartier. Wenige Monate später stirbt Wagner am 13. Februar 1883. In einem Nachruf schreibt Eduard Hanslick: Aus einer an Stagnation grenzenden, bequemen Ruhe hat Wagner die Oper aufgerüttelt. Er ist bekämpft, aber niemals geleugnet worden. Hanslicks pessimistische Prophezeiung aber, das Festspielhaus werde bald nur noch ein historisches Monument sein, hat sich nicht bewahrheitet. Heute scheinen die Bayreuther Festspiele zumindest gemessen an der weltweiten Kartennachfrage gesicherter denn je. Mit Ausnahme der Zäsur nach dem Zweiten Weltkrieg finden sie seit 1936 jährlich statt. Aus der ursprünglichen Idee, ein Theater aus Brettern, ist ein Unternehmen geworden. Und wie sein Großvater Richard, so fühlt sich auch der Enkel Wolfgang, auf dessen Schultern heute die Verantwortung ruht, als Unternehmer. Die 1973 gegründete Richard-Wagner-Stiftung sichert ihm künstlerische Freiheit, belässt ihm aber auch das finanzielle Risiko. Es gehört zu den Besonderheiten eines Festspieltheaters, dass sich die künstlerische Arbeit auf wenige Wochen zusammendrängt. Aber auch in der übrigen Zeit ist das Theater nur scheinbar leer. Mehr als 60 ständige Mitarbeiter bereiten in Werkstätten, Büros und Verwaltung die Spiele vor. Mitte Juni beginnt bereits die Probenzeit und mit ihr die Eskalation der Mitarbeiterzahl auf bis zu 700. Klavierprobe Parsifal mit Bernd Weigel als Amphortas unter Leitung von Horst Stein. Nicht mehr. Schon fühl ich den Tod mich umarmen. Und doch einmal sollte ich ins Leben zurück. Wahnsinnige, wer will mich zwingen zu leben? Könnt ihr doch Tod mir nur geben. Bühnenprobe Parsifal, Regie Wolfgang Wagner. Genau, so ein ihn abdrängen, gell? Schnell da ein abdrängen, gell? Der eine, gell? Hier so. So, jetzt. Ganz, wie sie stehen im Auge. Ja? Sobald sie den entdecken und er anfängt zu singen, regungslos stehen, ganz egal, ob sie so stehen, so oder so, gell? Keine Bewegung mehr. So. So. Bleiben Sie stehen. Wäre schön, wenn wir in der zweiten Hälfte, meine Herren, nach dem Doppelstrich in Hörnern klares Astur hätten. Quartsexakkord Astur. Nach 50, bitte 1, 2, 3, 4. Orchesterprobe Götterdämmerung unter Leitung von Horst Stein.
Das ist der Doppelstrichtakt. Klarinetten und Hörner. Und. Dankeschön. 50, Tutti. Das Gefühl für das C ist immer gut, gell? Schauen Sie, es ist wichtig, dass die 16. Note viel mehr betont wird als die darauffolgende 8. Note. Enthülle den Gral, hülle den Gral. Chorprobe Parsifal unter Leitung von Norbert Ballatsch. Hülle den Gral. Gut, jetzt nehmen wir beide Bässe zusammen. Beide Züge, bitte. Einen Tag vorher. Und 1, 2, 3. Enthülle den Gral, Dasselbe. Hier die 16. Walte des Amtes, walte des Amtes. Das ist ganz genau in den Rhythmus hineinpasst. Alle zusammen, bitte mit dem Tenor. Einen Tag vor. Und. 1, 2. Bayreuth besitzt schon einen Stammchor im Festspielchor. Aber wir sind bestrebt, natürlich jedes Jahr neue Leute anzuhören und führen auch eine Vorsingtournee durch, bei der sehr viele Anmeldungen sind und bei der wir sehr eine große Auslese machen können, um etwaige Ausfälle oder Abgänge, sehr viele Leute gehen in den Solo von hier weg, also ersetzen zu können. Das Besondere hier ist eben Bayreuth selber, das ist die Atmosphäre, das ist dabei sein zu können. Seit 100 Jahren steht Bayreuth in einer ständigen Auseinandersetzung und Rechtfertigung seiner künstlerischen und soziologischen Wirklichkeit. Für die einen eine Kunst- und Sozialutopie, für die anderen ein Bollwerk wider kulturelle Veränderung. Dieser Streit ist Bestandteil der Erbschaft, die Wagner seiner Witwe Cosima, seinem Sohne Siegfried, dessen Witwe Winifred und schließlich auch seinen Enkeln Wieland und Wolfgang hinterlassen hat. Cosima tritt kein leichtes Erbe an. Wagners Tod am 13. Februar 1883 scheint allem ein Ende zu machen. Allen hatte er die Fähigkeit abgesprochen, in seinem Sinn die Festspiele fortzuführen. Er hinterlässt kein Testament. Alt- und Neu-Wagnerianer formieren sich. Cosima maßt sich Autorität an und gewinnt sie. Wer aber war Cosima? Ein groß angelegtes Blendwerk? Eine routinierte, kluge Weltdame? Oder aber eine Fürstin von Persönlichkeitsgnaden? Cosima fühlt sich als hohe Priesterin. Sie hat ein religiöses Grundverhältnis zum Werk Wagners. Begriffe wie Weihe, Zauber, Begeisterung, Ehrfurcht oder Treue werden zur Ideologie erhoben. Werktreue wird zum Ritual für Eingeweihte. Cosima sieht in Bayreuth einen Mont Salvat, ein Asyl für die Kunst, wie sie sein soll, und kein Theater mit mehr oder weniger guten Aufführungen. Cosima inszeniert nach Ring und Parsifal erstmals das Bayreuther Repertoire. Tristan, Meistersinger, Tannhäuser, Lohengrin und Holländer. Ihre Verdienste um die Opernregie sind bedeutend. Inszenieren heißt für sie nicht Arrangement von Werkelementen, sondern alle Teile der dramatischen Werkidee unterordnen. Zweifellos sichert Cosima den Bestand der Festspiele, aber im Künstlerischen endet alles in einer Erstarrung. Wissenschaftliche Werkanalyse wird zum Buchstabenritual, sinnvolle Chorregie zum militärischen Drill, die Forderung nach Verständlichkeit zur Konsonantenspuckerei. Die Ära Cosima endet 1906. Die Bayreuther Szene ist reif für Reformen. Später als von seinem Vater vorgesehen, übernimmt Siegfried Wagner mit 38 Jahren die Leitung der Festspiele. Die Härte und Rigorosität der Mutter hat er nicht geerbt. Wirtschaftlich sind die Festspiele gesichert. Das Kapitalpolster aus Tantiemen wächst auf 6 Millionen Goldmark. Der Erste Weltkrieg erzwingt eine 10-jährige Unterbrechung. Siegfried nützt sie jedoch nicht zu der längst fälligen Reform der Wagner-Szene. Seine maßvollen Neuerungen werden ihm von der Kritik als Schwäche und Unentschlossenheit ausgelegt. Vorsichtig modernisiert er den Ring und den zweiten Akt Parsifal, inszeniert Meistersinger und Holländer. 1927 Tristan und Isolde.
1930 als seine letzte Regietat in Zusammenarbeit mit Toscanini den Tannhäuser. Im gleichen Jahre sterben Siegfried und Mutter Cosima. Und wieder tritt eine Witwe das Erbe an. Winifred Wagner, geborene Williams, 33 Jahre alt. In die künstlerische Leitung der Festspiele beruft sie Wilhelm Furtwängler, Heinz Tietjen und erstmals einen bedeutenden Bühnenbildner Emil Pretorius. Eine Epoche überragender künstlerischer Leistungen beginnt. 1933 dirigiert Karl Elmendorf den Ring, 1934 Richard Strauss den Parsifal, 1936 Wilhelm Furtwängler den Lohengrin. Im szenischen Bereich schaffen Tietjen und Pretorius eine neue Einheit von Realismus und Abstraktion. Ein monumentaler, heroischer Stil entsteht. Ein Stil, der noch den Begriff der Werktreue für wesentlich hält. Werktreue ist, den Willen des Meisters, den er in seinen Partituren nur zu genau fixiert hat, mit allen Details, in die Tat umsetzen, aber in Relation zu der Epoche, in der wir leben, also in Relation zu dem Zeitgeist. Das ist Werktreue. Weiter gar nichts. Sehr einfach. Sehr einfach, wenn man die Partituren genau kennt. Das ist die selbstverständliche Voraussetzung. Mit dem Jahre 1933 beginnt die Verstrickung Bayreuths mit den Machthabern des Dritten Reiches. Wagners Werk wird gleich geschaltet. Adolf Hitler zum Protektor des Bayreuther Erbes. Frau Winifred Wagner, die Hüterin des Erbes von Bayreuth und Reichsleiter Dr. Ley empfangen den Führer am Portal des Festspielhauses. Die Mobilisierung Bayreuths für den NS-Staat geht weiter. Ab 1940 finden Kriegsfestspiele statt. Noch 1943 werden die Meistersinger in unverkennbarer Nähe zu den Reichsparteitagen aufgeführt und offiziell als ein Bekenntnis und Beitrag zum Endsieg gewertet. Gespielt wird, übrigens erstmals zu dem von Wagner geforderten Nulltarif, vor Frontsoldaten und Rüstungsarbeitern. War das Wagners Publikumsideal? Zwei Jahre später liegt Deutschland in Trümmern. Das Haus Wahnfried ist zerbombt. Das Ende der Wagnerschen Festspiele scheint gekommen. Das Festspielhaus selbst wird jedoch nicht zerstört. Doch statt Wagner spielt man ab 1945 Paul Linke für amerikanische Truppenbetreuung. Politisch untragbar geworden, erklärt Winifred Wagner ihren Verzicht. Die Enkel Richard Wagners, Wieland und Wolfgang, beide Anfang 30, übernehmen von ihrer Mutter das Erbe. Ein Erbe, das politisch schwer belastet ist. Doch die Enkel nützen die Chance eines radikalen Neubeginns, revolutionieren gegen den erbitterten Widerstand der Alt-Wagnerianer die Szene. 1951 beginnt die Ära Neubayreuths. Parsifal, Ring und Meistersinger werden gespielt. Am Vorabend der Eröffnung dirigiert Wilhelm Furtwängler, wie einst Wagner bei der Grundsteinlegung, die 9. Symphonie von Beethoven. Bayreuth bietet wieder das gewohnte Bild. Die Besatzungsmacht ist durch Hochkommissar McCloy vertreten. Jedoch das politische Bonn übt noch Abstinenz. Erst 10 Jahre später nimmt Heinrich Lübke als erstes Staatsoberhaupt der Bundesrepublik an den Festspielen teil. Die szenische Gestaltung, vor allem Wielands, löst bereits ab 1951 eine Weltdiskussion aus. Die Schlachtrufe sind szenische Entrümpelung, Symphonie im Dunkel, szenisches Oratorium, Wagner von innen. Ein neuer,
vereinfachter, vermenschlichter Wagner-Stil, der mit allen naturalistischen Bindungen bricht. Dieser Umschwung vom Repräsentativen zum Suggestiven beruft sich nicht mehr auf die vielbeschworene Bayreuther Tradition, sondern auf den Ursprung der Festspielidee und das Werk Wagners selbst. Als Liebesverkündigung. Und vielleicht nur einen Schritt aus dem Taumel. Gleich springen. Und dann aus dem Taumel. Komm. Ohne Übertreibung lässt sich sagen, der Neubayreuther Stil hat das Musiktheater der letzten 20 Jahre entscheidend geprägt. Ich glaube, der Fall Bayreuths liegt anders wie der Fall aller anderen Festspiele. Grundsätzlich ist es doch so, die Festspielidee ist von Richard Wagner geboren worden und er ist das einzige dramatische Genie, was künftigen Generationen eine Werkstätte für sein eigenes Werk hinterlassen hat. Bayreuth hat diese Aufgabe mit mehr und weniger Glück durch 80 Jahre durchgeführt. Bayreuth ist Werkstätte für das Wagnersche Werk geblieben. Vorbild für die neue Ära wird wieder das griechische Theater. Licht und Musik treten in direkte Korrespondenz. Bewusste Abstraktion macht die Beziehung von Mensch und leerem Raum deutlich. Der Kritiker Willi Haas ist einer der großen Zeugen jener Epoche. Es ist ja nicht eine beliebige Bühnenreform, eine Reform des Bühnenstils, wie sie etwa Praetorius mit großem Erfolg in Bayreuth unternommen hat. Was Wieland Wagner, was das neue Bayreuth will, ist etwas ganz anderes. Es will das ausführen, was Richard Wagner gefordert, aber nicht durchgeführt hat. Vielleicht, weil er keine Zeit hatte, weil er zu bald gestorben ist. Nämlich die vollkommene Einheit von Musik, Mimik und Bild. Die Verschmelzung dieser drei Elemente, die Wagner gefordert hat. Wieland Wagner nimmt sozusagen seinen Großvater beim Wort. Er tut das, was er von seinem Großvater gelernt hat. Und das ist eine Forderung, die nicht von heute auf morgen zu erfüllen ist. Das ist ein Problem, das immer neue Lösungen verträgt. Von 10 zu 10 Jahren muss eine neue Lösung gefunden werden. Ich sehe darin ein dynamisches Element, ein vorwärtstreibendes Element und nicht die Gefahr, dass es verrostet. Ja, jetzt kommt das dem. Jetzt kommt das dem wieder nicht mehr. Eins. 20 Jahre leitet der unvergessliche Wilhelm Pitz die Bayreuther Chöre. Seiner Arbeit verdanken sie ihren viel bewunderten Klang. Könnte das denn nie begreifen, dass das Stück weitergeht? Es setzt einfach niemand ein. Noch einmal. 3, 4, 1. Nein. 4, 1. Seinen weltweiten Ruhm aber verdankt Bayreuth nicht zuletzt der Ausstrahlungskraft seiner großen Dirigenten. Beispielhaft seien genannt Hans Richter, Hermann Levy, Felix Mottl, Richard Strauss, Arturo Toscanini, Wilhelm Furtwängler, Wolfgang Sawallisch und Hans Knappertsbusch. André Glutens, Karl Böhm,
und seit 1974 Carlos Kleiber. Ernst Bloch fordert eine neue Bescheidenheit dem Werk gegenüber. Die Sprache des Werks ist die Hauptsache und die Nachreife des Werks. Das Gelingen, das Exerzieren lassen in Nachreife des Werks, das ist die Hauptsache und darin allein kann sich eine Person auch als Person bewähren, wenn sie an das Werk eines großen Autors herangeht und ihm zur Realität verhilft. Und dieses war bei Wieland der Fall. Und dieses gehört zu dem Geist von Bayreuth selber, in dem keine Erinnerung mehr an das da sein sollte, was Redler und was vorher unter Chamberlain, der Kurs über Wagner und ähnlichen politischen Gleichgültigkeiten für uns jetzt geschehen ist. Halten wir uns an das, was Wieland angefangen hat und mit Wolfgang fortgesetzt wird. So leidenschaftlich auch der Streit um Wagner in den 100 Jahren getobt und bis heute angehalten hat, der Festspielhügel hat seine Attraktion auf das internationale Publikum nie eingebüßt. Von der Wagnerschen Sozialidee des Nulltarifs sind wir jedoch heute weiter entfernt denn je. So sehen wir auf dem Hügel mit steter Regelmäßigkeit die politische Prominenz und, was sich gerade dafür hält, sowie die Stars der internationalen Szene. Doch das große Publikum, jene 2,5 Millionen Zuschauer in 64 Festspieljahren, was suchen sie in Bayreuth? Die Läuterung durch ein Kunsterlebnis, Neuauflage des Wagnerschen Ideenstreits oder einfach eines jener sommerlichen Festspektakel? So mischen sich hier Pilger, Snobs, Spezialisten und Kunstfreunde. An alle stellt Bayreuth harte Anforderungen. Es verlangt Ruhe und Konzentration. Meine große Liebe zu Wagners Opern führt mich alljährlich nach Bayreuth. Nein, ich wohne in Bayreuth, interessiert mich nicht. Mein ganzes Leben war ich ein Wagner-Verehrerin und als Bildhauerin bin ich von Wagner so groß inspiriert. Mehr haben die Gäste davon als die Bayreuther. Wissen Sie, es ist eine Art Krankheit. Vielleicht keine Krankheit, aber doch eine Art von Intoxikation, von Vergiftung. Ich bin von dem ersten Akt des Parsifal noch tief bewegt und möchte mit Gurnemanz sagen, hier wird die Zeit zum Raum. Ja, es müsste jeder die Vorstellung besuchen können. Ich bin der Enkel des großen belgischen Sängers Ernest van Dijk, der hier Ende des letzten Jahrhunderts seinen ersten Triumph als Parsifal feierte. Ich bin sehr bewegt, an diesem Abend feststellen zu können, wie sehr dieses erhabene Werk lebendig geblieben ist. Je suis donc très ému d'être ici ce soir et de constater combien cette œuvre sublime continue à être vivante. Ich war Statist bei Meistersingen zum Beispiel und von daher kann ich sagen, das kann auch im Jugendlichen was etwas geben. For me, it is. Für mich ist es ein glücklicher Augenblick, hier bei dem Festival zu sein. For the Festival. Das ist eine feine Sache und das muss erhalten bleiben, nicht? Und wie ich schon gesagt habe, ich habe in erster Linie für Erich König Ludwig II. Richard Wagner, als Bayreuther gehört man eigentlich, muss man gern haben. Gerade in der jungen Generation lehnen viele das Werk Wagners ab, ohne es je gesehen zu haben. Sie schreckt der, wie es Bloch nennt, elende Wagnerianismus. Ein hartes Stück Aufklärungsarbeit, zu dem die Bayreuther Jugendfestspieltreffen wesentlich beitragen. Was mich persönlich reizt, das ist der Nimbus, den dieses Haus, den diese Stadt immer noch hat, den Nimbus, der es aus dem 19. Jahrhundert mit hinübergebracht hat und der meiner Meinung nach auch ein bisschen zum Wagner-Erlebnis gehört. Ist die psychologische Deutung zeitgemäß, ist sie angebracht? Können wir uns überhaupt individuelle Schicksale auf der Bühne noch als, wie soll ich sagen, verbindlich für uns anhören oder betrachten? Ich möchte noch etwas anderes fragen. Ist der dramatische Aspekt in Wagners Werk bedeutend? Bei Wagner, ob man ihn schätzt oder ablehnt, ist vor allem die innere Dynamik sehr stark.
Ich finde also, dass all diese Emotionelle immer in der Musik liegt. Ich meine, dass gerade heute, das heutige Publikum, durch die Massenmedien, vor allem durchs Fernsehen, da jetzt mehr denn je visuell angelegt ist und darum eine gute, genaue, vollständige szenische Realisierung des Wagnerschen Dramas verlangt. Ich bin als Anhalter nach Bayreuth gekommen und es war für mich schwierig, einen Abendanzug in meinem Rucksack mitzubringen. Ich habe gefunden, dass man hier soziale Schranken aufgerichtet hat. Drei Beispiele, Meistersinger, Ring und Parsifal, sollen am Schluss stehen. Alte und neue Aufnahmen sind kaum vergleichbar. Die Filmaufnahmen erfolgten unter den technischen Bedingungen eines angespannten Festspielbetriebes. Die Meistersinger von Nürnberg zeigen am deutlichsten die Verschränkung von Kunst und politischer Aussage und damit den Missbrauch Wagnerscher Schöpfung. 1924 wird die Ansprache von Hans Sachs vom Publikum bereits stehend entgegengenommen. Es singt anschließend das Deutschlandlied. Ab 1933 wird das Werk, und dies nicht nur in Bayreuth, zur NS-Festaufführung, die sich Adolf Hitler selten entgehen lässt. Mehr als 700 Sänger bevölkern die Festwiese. Noch 1943 ist die politische Resonanz des letzten Bildes unübersehbar. In deutlicher Abwendung von diesen Vorbildern inszeniert Wieland Wagner 1956 die Festwiese als eine Art szenisches Oratorium. Kein Nürnberg, kein Parteitag, Schluss mit dem Kreisleiter Hans Sachs, wie Wieland sagt. Das Ergebnis? Ein Skandal und lautstarke Proteste, nicht nur bei den traditionsbeflissenen Wagnerianern. Es singen Elisabeth Grümmer die Eva, Rudolf Schock den Stolzing und Otto Wiener den Hans Sachs. Die Inszenierung Wolfgang Wagners 1968 muss sich nicht mehr gegen die übermächtige Erinnerung an Reichsparteitage wehren. Ein neues Selbstverständnis wird gesucht, ein heiteres Volksfest, ein demokratisches Kunstwerk, angesiedelt zwischen Schillers Tell und Hauptmanns Weber. Die Schlussszene in einer Aufnahme von 1973 mit den Sängern Hannelore Bude als Eva, René Collo als Stolzing und Karl Ritterbusch als Hans Sachs. Der Ring des Nibelungen war und ist die größte Herausforderung an das Theater und seine Gestalter geblieben. Ein Ringen um das Unmögliche, wie Wagner bereits 1876 den nie erreichten Auftrag seiner Festspielidee nannte. Rheingold 1974 in einer Inszenierung von Wolfgang Wagner mit Franz Mazura als Alberich. Kein froher soll seiner sich freuen, kein glücklicher Lache sein Lichterglanz. Wer ihn besitzt, den ziere die Sorge, und wer ihn nicht hat, den nage der Neid. Jeder giere nach seinem Gut, doch keiner genieße mit Nutzen sein, ohne Wucher hüt ihn sein Herr, doch seine Bürger ziehe ihm zu. Dem Tode verfallen, fesseln feigen die Furcht, solange
lädt es Themen dahin. Es ist hell, als es nicht ist in meiner Hand den Geraubten wieder ich halte. So segne in höchster Not im Nebel um seinen Ring. Erhalt ihn um, hüte ihn wohl, meine Flucht für Nietzsche sah in Wotan noch einen tragischen Helden. Wagners Enkel haben ihn vom Sockel gestoßen, entheroisiert. Von edlen Taten keine Spur. Der Mensch, nicht der Gott, bringt die Zukunft, verheißt Hoffnung. Der revolutionäre Ansatz im Ring wird aufgedeckt. Die Handlung ist sehr schwierig, im Ring außerordentlich. Es gibt viele Parodien, in denen episch berichtet wird, in denen Pianissimo gesungen wird und das Orchester Pianissimo noch begleitet und außerdem sehr lange und sehr kompliziert dazu. Also dieses müsste unter Umständen mit Streichungen, womit ein kitzliches Gebiet berührt wird, sozusagen kitzliches Gebiet, unter Umständen mit Streichungen erreicht werden. Das andere aber ist, dass wenn die Verständlichkeit kommt und ich höre, dass Wagner zum Beispiel Schauspieler sich als Sänger wünschte, die nun singen sollten, wo er seinen langen Atem für seine Musik hernehmen, wurde nicht erklärt. Weil er selber das Bedürfnis hatte, dass hier Logik in die Sache hineinkommt, dass nicht Emotion allein überwiegt, dass nicht die Primadonna mit ungeheuren Gebärden und Gästen gleich der Welten nur alles überspielt, dass nicht ein giftiger Drohgesang ausschließlich aus ihren üppigen Brüsten oder aus der Gegend ihrer Brust durch die Kehle ertönt, was alles mit bereut verbunden wird bei Nichtwissenden, sondern dass hier eine Aufklärung selbst geleistet wird, und zwar eine Aufklärung eines Revolutionärs. Aus der gleichen Inszenierung Götterdämmerung, Siegfrieds Tod mit Jean Cox als Siegfried. Schlaf, wer bat dich im Schlummer zu fahren? Wer Wecker kam? Er küsst dich wach, und aber erfraut riecht die Wand. Dein lasst ihn hier des Lust. Dieses Auge ewig nun offen. Ach, dieses Atems wanniges Wehen. Süßes Vergehen, seliges Grauen. Bietet für dieses Werk entwarf Wagner seine Festspielidee. Pierre Boulez, 100 Jahre nach der ersten Aufführung werden Sie dieses Werk dirigieren. Ist Wagner noch modern heute? Ich glaube, das ist nicht eine Frage der Modernität. Ich glaube, dass es gab eine Generation,
dieser, sagen wir mal, Generation Debussy und auch Stravinsky, die könnte nicht Wagner akzeptieren, weil der Einfluss zu groß war und zu direkt war. Jetzt haben wir nach einer Generation, nach Stravinsky, wir haben überhaupt keine Hemmungen mit Wagner. Und man kann sehen, dass die Sprache von Wagner, die musikalische Sprache, ist die Quelle für alle Modernität in der musikalischen Sprache, noch von heute. Vielfach wird gesagt, dass vor allem der Ring des Nibelungen ein Werk des 19. Jahrhunderts ist. Würden Sie dem zustimmen oder würden Sie sagen, der Ring hat uns heute ganz besonders etwas musikalisch, interpretationsmäßig zu sagen? Es gibt einen riesen Widerspruch zwischen die theatralische Ideen von Wagner, die Realisierung sogar dieser theatralischen Ideen und die musikalische Sprache. Nur die Musik, die so kräftig ist und so voll von Neuideen, zukünftige Ideen sogar, sein Konzept von Drama, der Drama durch die Musik, macht diese Widersprüche möglich. Dem Musiker Wagner also dient vor allem ihr Interesse, gilt vor allem ihr Interesse. Sicher, aber ich meine, der Musiker natürlich hat eine ganze Welt entdeckt und die musikalische Sprache von heute wäre vollkommen unmöglich ohne seine Sprache. Wie ist das Verhältnis des Dirigenten Boulez zur Partitur, zumal zur Ringpartitur? Ich finde, eine Partitur ist ein Netz. Ich werde einen Vergleich nehmen. Ein Netz. Und mit einem Netz können Sie sehr viele Fische fangen. Eine Partitur ist ein Zeugnis über den Komponist und über die Zeit des Komponisten. Man muss das aktuell machen. Ein Respekt vor einer bestimmten Tradition, die hat ein Bild von der Partitur gegeben, ist für mich vollkommen unnötig. Und nicht nur unnötig, ich finde, das ist sogar ein Manierismus, weil eine Partitur ist interessant, insofern, dass man sich identifiziert mit der Partitur. Und eine Partitur hat ein neues Gesicht mit jeder Generation. Und natürlich mit solch einer Partitur, einer riesen Partitur, mit so vielen Facetten, mit so vielen Aspekten wie der Ring, ist ein typisches Beispiel für einen Versuch an eine Neuidentifizierung. Sie haben, Herr Boulez, bereits Parsifal in Bayreuth dirigiert und werden jetzt also den Ring dort dirigieren. Glauben Sie, das ist auch im musikalischen Bereich eine Bayreuther Tradition, ein Bayreuther Stil gibt? Die Bayreuther Bedingungen sind eine Ausnahme, würde ich sagen. Zuerst, weil man ist vollkommen isoliert. Es gibt, und das Wagner hat sehr gut gesehen, ganz vom Anfang, er wollte sogar keinen Betrieb. Er wollte eine Periode haben, wo Künstler, also Sänger, Musiker, Dirigenten und alle, die mit der Bühne zu tun haben, sich isolieren von ihrem tägliche Arbeit. Zweitens also gibt es eine Architektur, die vollkommen geeignet ist. Die Bühne von Bayreuth ist eine Illusionsbühne. Man sieht nichts, nur die Personen auf der Bühne und die sind vollkommen isoliert vom Publikum und man hört diese Musik, die wie eine Landschaft wirkt. Und deswegen für mich das Theater akustisch architektonisch ist die einzige Möglichkeit, um dieses Werk zu präsentieren. Für Bayreuth ist neben dem Ring Parsifal das wichtigste Werk. 1951 gelang Wieland Wagner eine Inszenierung, die ähnliche Maßstäbe setzte wie die seines Großvaters. Beide Aufführungen blieben über Jahrzehnte hinweg gültig. Die Neuinszenierung Wolfgang Wagners 1975 musste sich an diesen stilprägenden Vorbildern messen lassen. Der Versuch eines kritischen Realismus wird unternommen. Es singen Bernd Weikel den Amfortas und René Collot den Parsifal.
Thank you.